Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das ist ja wie bei uns in Mambel hier, dem Hall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ein weiteres Mal muss die Piratenfraktion ein Wahlverfahren kritisieren, jetzt das parlamentarische Prozedere zur Neuwahl eines stellvertretenden Wahlmitglieds des Verfassungsgerichtshofs. Der Kandidat hat sich persönlich nicht der Fraktion vorgestellt, und wir können ohne Ansehen der Person natürlich keine rationale Wahlentscheidung fällen. Wir weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass sich unsere Entscheidung nicht gegen die Person des Kandidaten richtet, sondern ausschließlich das Vorschlagsprozedere kritisiert. Wir bitten daher, das Wahlergebnis weder persönlich noch anderweitig als Affront zu verstehen. Und wir laden den Kandidaten herzlich ein, sich in Kürze unserer Fraktion vorzustellen. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Erklärung.